Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Vor mir in der Stuhlreihe sitzen Ratsmitglieder, die viermal hintereinander, wenn jemand seine Sorgen vorgetragen hat, einfach so, ach, der schon wieder, ach, lass den mal. Das sind die Reaktionen unserer Ratsmitglieder, die nicht an der Straße wohnen und die nicht betroffen sind. Und das finde ich sehr erschütternd. Applaus auf der einen Seite und verzweifelte Mienen auf der anderen. Dieser Kontrast zeigt das ganze Dilemma der Gemeinde Dörfherden. Hier werden Pläne für das neu zu gestaltende Kasernengelände präsentiert. Pläne, nach denen der beschauliche Ort zum Industriegebiet werden soll. Es drohen Krach, Lärm und Luftverschmutzung. Ja, das ist zu einer Seite natürlich für die Barmer Bürger, ist das natürlich eventuell schlecht, wenn das laut und staubig wird. Und für die Gemeinde Dörfern ist natürlich auch wieder ganz gut, dass wieder was Steuergelder reinkommen. Ne? Das wäre ganz furchtbar, wenn das wirklich so passiert. Wie es geplant ist. Geht für mich überhaupt gar nicht. Wenn ich nur an meine Gesundheit denke, ich bin Asthmatikerin, wenn ich dann an diese Feinstaubbelastung denke, geht nicht. Ich befürchte Einschränkung der Lebensqualität durch Lärm, Staub, Geruch. Und ich befürchte, dass wieder einmal wirtschaftliche Interessen über das Wohlergehen der Bevölkerung gestellt werden. Frank Fass kämpft mit allen Mitteln gegen die Ansiedlung der lauten Industriemaschinen. Er ist der Gründer des Wolf-Centers, das direkt an dem alten Kasernengelände angrenzt. Mensch und Tier können in dem weitläufigen Gelände die friedliche Atmosphäre genießen. Hier werden den Besuchern Ruhe, Entspannung und Nähe zur Natur geboten. Ein hochgelobtes Aushängeschild für die Gemeinde. Aber damit könnte bald Schluss sein. Auf dem neuen Industriegelände ist der Bau von riesigen Steinbrechern geplant. Nicht gerade die optimalen Nachbarn für einen Tierpark. Fass fürchtet um die Zukunft seines Lebenstraums. Den Park hat er zusammen mit seiner Frau aus dem Nichts aufgebaut. Jetzt droht das aus. Das wird ganz massiv dazu führen, dass die Besucher, die uns hier besuchen kommen, aber gar nicht wissen, dass so ein Gerät in der Nachbarschaft steht, die werden sagen, meine Güte, das war an und für sich ganz nett dort bei denen und toll, aber was ist das für eine Geräuschkulisse oder auch für eine Staubbelästigung da? Ständig hat man so einen Staub irgendwie, so eine Wahrnehmung, hier ist die Luft nicht ganz rein. Und das wird natürlich dazu führen, dass die ohne Begeisterung über ihren Besuch hier bei uns berichten und im Gegenteil sogar schlechte Werbung betreiben, was nachvollziehbar ist. Insofern wehren wir uns hier mit allen Mitteln und Möglichkeiten gegen diese Maschinen. Die Gemeinde ist aber auf neue Investoren angewiesen. Das Militärgelände liegt seit 8 Jahren brach. Mit den Soldaten verschwand damals einer der wichtigsten Einnahmequellen. Viele Arbeitsplätze gingen verloren. Die Gebäude verwahrlosten zusehends. Ungewisse Zuständigkeiten und fehlende Konzepte sorgten für einen wirtschaftlichen Stillstand. Die fehlende Anbindung zu Schnellstraßen und dem Schienennetz machten das Areal für Investoren uninteressant. Schwere Zeiten für die Gemeinde Dörfherden. Bürgermeisterin Karin Meyer und die Verwaltung kämpfen noch heute mit den finanziellen Folgen. Viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Viel an Struktur ist ganz anders geworden. Ganze Handwerksbetriebe oder Firmen haben fast ausschließlich von der Kaserne gelebt. Und das alles, das war schon eine Riesenlücke und ein schwerer Schaden für unsere Gemeinde. Doch das könnte sich jetzt ändern. Ein Großbauprojekt verspricht Geld in die leeren Kassen zu spülen. Aus der Einöde soll ein florierendes Wirtschafts- und Logistikzentrum werden. Das Transport- und Bauunternehmen Wiebe will sich südlich positionieren und plant einen Ausbau des Schienennetzes. Dadurch soll der abgelegene Standort für zukünftige Investoren und Partner interessanter gestaltet werden. Einer davon ist die Firma Wessling, die Baustoffe produziert. Ein Gewerbe, das mit viel Lärm und Dreck verbunden ist. Für Wiebe ein unverzichtbarer Partner, da man eine enge Zusammenarbeit anstrebt. Dem Wolf-Center und der Gemeinde drohen Lastwagenverkehr im 10-Minuten-Takt. Allein das Verladen der Baustoffe wird zu einer gewaltigen Lärmbelastung führen und das keine 400 Meter vom Wolf-Center entfernt. Trotz dieser Aussichten will die Bürgermeisterin an den Plänen festhalten. Wir haben das auch sehr unterstützt und freuen uns und sind stolz auf das Wolf-Center, ohne Frage. Aber es war auch von Anfang an klar, erste Stunde, Interessen, Gespräch, Ansiedlung Wolf-Center, dass dort Kaserngelände, ein Gewerbegebiet
hinkommen soll. Das war von Anfang an klar. Fass begrüßt die Ansiedlung von Gewerbe, aber gegen die geplante Industrie will er mit allen Mitteln kämpfen. Der 37-Jährige verteilt Flugblätter, um die Bevölkerung zu informieren. Wolfcenter und Schwerindustrie passen für ihn nicht zusammen. Ein Industriegebiet ist ein Gebiet, ähnlich Hamburger Hafen. Da kann man Lärm machen, Dreck machen, wie man möchte. Deswegen ist es ein Industriegebiet, um das dort zuzulassen. Und das passt ja im touristischen Sinne hier nicht mit zusammen. Auch die Dörferdener sind noch nicht überzeugt davon, wie diese beiden Konzepte zusammenpassen sollen. Es wartet also noch viel Arbeit auf die Bürgermeisterin und den Gemeinderat, um die Bevölkerung von dieser Idee zu überzeugen.